Hallo und willkommen zurück zum Politik-Tycoon mal wieder nach längerer Zeit. Ich sag nichts mehr dazu. Diesmal das versprochene neue Let's Play mit der Partei Die Rechte, die letzte Umfrage gewonnen hat, unter den, ja, ziemlich eindeutig, so kaum muss man sagen. Also, deswegen spielen wir jetzt Die Rechte und ich habe den ganzen Namen von der Partei habe ich nicht reingemacht, von den Rechten schon. Also, entsprechend. Eigentlich hätte ich alle Werte runternehmen sollen, weil die Rechte für mich keinen dieser Werte repräsentiert. Aber gut. Konservativ ist für mich der Balken für rechts. So, dann ist das mal festgelegt. Disclaimer zu Beginn: Ich unterstütze diese Partei in keinem Falle. Ich verurteile das, was diese Partei macht. Ich bin überhaupt nicht der Ansicht. Ich spiele sie jetzt nur für Unterhaltungs- und ja, ein bisschen Bildungszwecke. Und zu sagen, wenn wir jetzt hier stärkste Kraft wären, wünsche ich mir das auf keinen Fall für die Realität. Auch wenn ich mal Aussagen tätige wie, schön, dass wir jetzt Erste sind oder ne. Nicht meine echte Meinung. Nur hier für diese Ingame-Partei, die ich auch garantiert nicht spiele wie die echte Partei. Weil das hier in diesem Spiel gar nicht möglich ist. So. Dann wäre dieser Disclaimer mal geklärt. Gerade in diesem Let's Play muss ich mich sehr vorsichtig äußern. Die Rechte ja bekannt ist für Holocaust-Leugnung und so weiter und so fort. Dementsprechend nimmt mein Wort nicht zu ernst. Das, was ich gerade gesagt habe, könnt ihr jedoch sehr ernst nehmen. Ach, und Herr Bleier, der möchte nicht in eine rechtsextreme Partei, warum auch? Ach, das ist so bescheuert, ja. Anfang immer die Leute zu finden. Ja, vielleicht ja doch der Herr Missbauer. Wahrscheinlich aber nicht, da auch nicht. Nee, warum auch der Herr Missbauer? Nee, es wäre ja. Ach, ist scheißegal. Aschuhu, der ist mir völlig nicht. Bleier, den hatten wir gerade. Ach, der Herr Koksa, der entspricht uns doch ziemlich. Ja. Ja, das ist wahrscheinlich jetzt nicht so für Kokskonsum, aber gut. Ist ja nur ein Nachname. Genau wie, ich sag nichts. Es gibt manchmal so ein paar Politiker, bei denen man sich denkt, der Name passt. Gut, bei Hubertus Heil passt er jetzt vielleicht nicht. Weder hat er was mit einem gewissen Herrn mit Schnauzbart zu tun, noch ist er das Heil der Welt. Je nachdem, welche Bedeutung man von diesem Wort nimmt, passt beides nicht. Mit Hubertus hat er jetzt auch nicht viel zu tun. Weil, was verbindet man mit Hubertus? Vielleicht Herrn Heil. 600 Mitglieder, sagt Wikipedia, hat die Rechte etwa. Wenn man nochmal sehen möchte, welche Parteien ich reingehauen habe, ich habe jetzt die blauen rausgenommen von den Parteien, die wir vorher immer hatten. Wir haben jetzt diese Parteien hier, die ich jetzt als die wichtigsten Parteien Deutschlands. Ui, das ist jetzt eine ganz kritische Aussage, die ich persönlich für die bedeutendsten, vielfältigsten Parteien Deutschlands sehen würde. Ja, und eben die Rechte. Heißt, wir haben hier neben den sechs großen Parteien. Und der Freien Wähler, weil die ja doch auch relativ bedeutend auf Landesebene in Bayern mindestens sind. Noch eine Nazi-Partei, die Piratenpartei und die Partei, weil die ja auch in letzter Zeit ziemlich erstarkt ist. Und auch eine völlig neue Facette darstellen. Weil völlig neue Facette sind inzwischen auch. Ich sag nur Nico Semsrott. Grüne Fraktion, so LKW. Und ich ändere nichts zu meinen Meinungen. Das ist jetzt erstmal so, weil ich ganz konservativ bleiben möchte. Obwohl. Eigentlich liberal, ein bisschen liberaler. Ja, ein bisschen Maut. Der Herr Nebelow, der arme Herr Nebelow. Schleswig-Holstein 0,01%. Das lohnt sich am Anfang noch, keine Werbung zu machen. Ich versuche jetzt mal irgendwie der Versuchung zu entkommen, Werbung zu machen. Das wird schwer. Sollte mein Geld auch aufs Konto einzahlen eigentlich. Aha. Da zahlen wir mal so ein Millionchen aufs Konto. Ach, zahlen wir alles ein. Genau. Mein Sparbuch, bitte. Wieder alles einzahlen. Dankeschön. Landtagswahl Schleswig-Holstein. Gut, ja. Hat ja jemand. Irgendjemand hat ja geschrieben, ich soll immer meine Partei einblenden. Habe ich schon mal im Video angesprochen. Nö. 0,02% einblenden ist jetzt nicht so, sagen wir mal, sinnvoll.
Ich versuche das, wie gesagt, sehr realistisch zu halten. Oder relativ realistisch. Jetzt muss ich zwar Dispo-Zinsen zahlen, im Endeffekt mache ich also Verlust, aber das ist mir egal. Ja, mal wieder die Uschi. Seitdem es nicht mehr die Ilse ist, wird es immer die Uschi. Und die Frau Hendricks ist neue Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Ich habe nicht drauf gedrückt. Ich bin so bewandert. Ausgaben Kinderbetreuung. Soll gesenkt werden, das ist ja böse. Boah, treten wir nochmal mit Herrn Koksa in Niedersachsen an. Wir leben jetzt quasi von Wahlkampfpauschalen. Ja, Schule, Schule. Wer übrigens was über die Partei Die Rechte erfahren möchte, gibt, ich glaube, vom Spiegel war das eine gute Reportage darüber, über den Nazi-Kiez in Dortmund. Könnt ihr euch aber angucken. Wir spielen ja hier gerade so ein nettes Neonazi-Völkchen. Mein Kanal wird, meine Kommentare werden gerade gleich sowas von geradet von die rechte Fanatikern. Falls das so wäre, behalte ich mir vor, die Kommentare auszuschalten. Also, wenn die Kommentare ausgeschaltet sind, wie ihr gerade seht, dann wisst ihr warum. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass man wenigstens war Nazi ist damit, wie sagt man so schön, reflektiert umgehen kann. Nein, das wollte ich nicht. Reflektiert umgehen kann, dass man selbst aufs Korn genommen wird. Generell bin ich dafür, jede Meinung zu nein, nicht zu repräsentieren, das wäre ja blöd, zu respektieren. Das heißt aber nicht, dass ich nicht sagen darf, welche Partei, welche Meinung ich nicht gut finde. Und welche antidemokratisch ist. Antidemokratie hat auf meinem YouTube-Kanal nichts verloren. Ihr vielleicht wisst, habe ich eine bestimmte Meinung zu bestimmten Kanälen, aber nicht Kanäle, nach Einstellung. Aber das heißt nicht, dass ich irgendjemanden diskriminieren würde. Ich sag halt nur offen, was mir nicht gefällt. Außer in diesem Let's Play. Die Rechte ist davon eine riesige Ausnahme, weil ich es nicht leiden kann, über eine Nazi-Partei neutral zu reden. Über andere Parteien werde ich mich hier natürlich auch zurückhalten. Ich werde jetzt keine Vergleiche à la Antifa anstellen. Ui, die Rechte ist wie die AfD. Nur ein bisschen extremer vielleicht noch. Wobei, es geht ja nicht mehr extremer als die AfD. Ne? Solche Sachen werde ich jetzt hier nicht anstellen. Neutrale zerstören einem die Wahlergebnisse. Deswegen ändere ich das so ein bisschen. Ein bisschen gut Glück, dass sich das ein bisschen ausgleicht. Das ist mir egal, ich werde eh nicht so abstimmen. Das mache ich immer sehr spontan dann. Aber vielleicht brauchen wir ja noch Weiß. Mülltrennung. Das war schon Mülltrennung. Warum ist Mülltrennung ein konservatives Thema? Bitte aufklären, danke. Nee, einfach nein. 1000 Mitglieder schon bekommen haben. Es war auch übrigens, ja, habe ich gar nicht so spezifisch angesprochen. Aber war 4 Wochen Werbung. Wenn nur noch 3 Wochen bis zum Wahlen sind. Dann zahlen wir nochmal 100.000 ein. Machen wir es nach der Wahl, da kriegen wir noch ein bisschen Geld immer. Zwar nicht so viel, weil wir wahrscheinlich wenig Stimmen kriegen, aber ein bisschen vielleicht. Ein bisschen Frieden. Ich hoffe zu sehen. Ja. Jetzt haben wir mal 150 ein. 1000 natürlich. Mein Sparbuch bitte. Ich würde gerne einzahlen und zwar 150.000. Genau, Dankeschön. Vielen Dank, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Sehr erfreut. In 14 Wochen sind dann auch schon Bayernwahlen. Da darf natürlich auch wieder Herr Kuxan treten. Und 26 Wochen auch Hessen. So, realistisch ist eine GroKo oder schwarz-rot-pink? Grün-pink? Schwarz-grün-pink? Ja, die hätte ich jetzt nicht so auf Platz beigepackt. Eher das hier noch. Aber gut. Die Union ist ja ein bisschen nach links gerückt, da kann man das schon sagen. So eine Merkel-Union, die ich ja hier da versucht habe darzustellen, der wird das vielleicht sogar noch eher machen als das hier. Sehr erbärmlich, wie das auch klingt. Aber gut. Union, SPD. Persönlich wäre ja auch gegen die AfD-Koalition. Wollte ich nicht sagen. Sorry. Aber Union mit Linke wäre ich jetzt auch nicht ganz so dafür. Allgemein ist die Union jetzt keine Partei, die jetzt unbedingt mit den Außenkräften koalieren sollte. Aber gut. Gibt ja wieder eine GroKo. Uiuiui, da haben Esken und Novabo wohl nicht so gute Arbeit geleistet. Oder wie eine Frau sagte, wie die heute Show rausanalysiert hat, da Eskia und Walter. Für Saskia Eskens und Norbert Walter Borjans. Also irgendwie,
Ne? Könnt ihr euch ja auch mal anschauen. GZ-Nazi. Dankeschön. Bundeskanzlerin bleibt Frau Merkel. Arbeitsministerin Frau Zypries. Außenministerin Frau Kraft. Das sind alles übrigens echte Politiker, das ist selten. Bildungsministerin Frau Noll. Familienminister Herr Ude. Finanzminister Herr de Maizière. Gesundheitsminister unser Bundespräsident. Naja. Umweltminister Herr Weil. Verkehrsministerin Frau Glöckner. Verteidigungsminister Herr Herrmann. Das heißt, aus Bayern ist der Herr Ude von der SPD und Frau Herrmann, genau, Frau Herrmann, genau. Herr Herrmann von der Union. Ja, das ist CSU nur eine Person. Das heißt, die kriegen bestimmt die ganzen Posten, die nicht dargestellt sind. Mit Sicherheit. So, das war's jetzt aber auch erstmal mit den Rechten am heutigen Tage. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag.